Boah, 5,3 Millionen Aufrufe, was sind das denn für geile Bohrer? Die brauche ich auch, wow! Wahnsinn, 5,3 Millionen Aufrufe, 122.000 Likes. Und ich weiß nicht, wie oft ihr mir dieses Video geschickt habt. Jonas, guck dir diese Bohrer an, das sind die besten überhaupt. Ich habe mal geguckt, es sind Bad Dog Bohrer, Multipurpose und so ein Set kostet mal eben $199. Und was habe ich? Ich habe nur einen normalen Forstner Bohrer und meiner ist auch überhaupt gar nicht neu, den habe ich schon ganz oft benutzt. Den spannen wir jetzt einfach mal ein und gucken, was müssen wir eigentlich damit machen. Wherever you apply pressure, that's where the bit goes. This is the next generation Forstner auger spade paddle bit all in one. Nice clean hole. It gives you the overlapping holes that you get from a Forstner bit. But this bit has side cutters. It lets you cut with the side of it. If you just need to do a larger pocket hole, you're putting in a larger bolt, just lets you put in a larger pocket hole. Einer der Tests war, dass wir hier reinbohren und den Bohrer dann einfach zur Seite drücken, sozusagen ein Pocket Hole machen. Und los! Das war überhaupt kein Problem. Das kann der auch. Als nächstes hat er drei Löcher gebohrt und sie durch seitliche Bewegung verbunden. Dazu sage ich gleich noch was. Wir probieren es erstmal. Nicht perfekt, aber verbunden. Eine Sache ist schon mal ganz klar und das hatten wir schon ganz oft, auch beim Fräsen mit dem Akkuschrauber. Solche seitliche Belastung ist nicht unbedingt so toll für die Aufnahme hier. Aber Moment mal, Jonas, brauche ich überhaupt einen Forstner Bohrer? Ich glaube eigentlich nicht. Wir nehmen jetzt einen noch älteren Bohrer. Das ist ein 10 mm Bohrer, der echt schon ausgelutscht ist. Wir probieren nochmal genau das Gleiche. Zuerst mal unser Do-it-yourself Pocket Hole und los geht's. Perfekt. Jetzt wollen wir natürlich noch unsere drei Löcher verbinden. Fast wie eine Fräse. Jetzt natürlich noch der ultimative Test. Ein bisschen Schlangenlinien im Holz. Und los. Wow, und gleich nochmal. So kann man verrückte, schiefe Löcher bohren. Jetzt nehmen wir nochmal den ältesten und kleinsten Forstner Bohrer, den ich überhaupt besitze. Und probieren das Gleiche auch nochmal. Und gleich nochmal, weil es so schön war. Diese letzte Technik wollen wir uns natürlich noch mal genauer angucken. Wir wollen also jetzt genau das machen. Wohin ich drücke, geht der Bohrer. Die letzte Technik sieht spektakulär aus. Aber kurz noch mal erklärt, da ist nichts Besonderes dran. Das funktioniert vor allen Dingen mit einem Forstner Bohrer, weil in der Regel beim Forstner Bohrer, man sieht es bei diesem hier noch besser, der Bohrkopf größer ist als der Schaft. Was bedeutet das? Im Prinzip nichts. Das Eingangsloch ist sozusagen gebohrt. Ab dem Moment haben wir Spiel und können den Bohrer in jede Richtung drücken. Also im Prinzip kleine Kurven bohren. Genauso wie in dem Video. Aber jetzt, Moment mal. Was soll die Scheiße überhaupt? Eine Sache wünsche ich mir doch beim Bohren immer. Dass ich gerade bohre. Das ist das Gegenteil von Kurven bohren. Falls euch ein Beispiel einfällt, wo ihr sagt, Mensch, ich würde gerne mal eine Kurve bohren, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe so lange darüber nachgedacht, mir ist aber nichts eingefallen. Das ist einfach ein ganz typischer Verkaufstrick. Man steht davor und denkt sich, Digga, das brauche ich auch. Und das haben so viele unter dieses Video geschrieben. Aber wenn man genauer hinguckt, schreiben auch ganz viele, Digi, die Qualität der Bohrer ist nicht so überragend.
Und das Wichtigste ist, wir haben gesehen, dass das einfach nur Showtricks sind. Ein Do-it-yourself-Pocket-Hole könnt ihr mit jedem Bohrer machen, selbst mit einem Metallbohrer. Ihr fangt einfach an und macht den schräg. Das kann jeder Bohrer, da ist nichts Besonderes dabei. Und auch solche Löcher verbinden könnt ihr im Prinzip mit jedem Bohrer machen. Das Ding ist, und das gilt auch für die Bohrer in dem Video, für den Akkuschrauber ist das Mist. Das macht also nicht viel Sinn. Und diese Schlangenlinientechnik, auch die könnt ihr mit jedem Bohrer machen, wo der Bohrkopf größer ist als der Schaft. Was bedeutet das? Das ist doch ganz klar. Spart euch die Kohle. Die Kommentare zeigen es und unser Test heute auch. Mit jedem Vernünftigen, es tut mir leid, wenn ich das sage, und selbst mit jedem beschissenen Bohrer könnt ihr diese Technik nachmachen. Also überlegt euch immer, was wollt ihr machen? Und ich sag's noch mal ganz deutlich. Ein Bohrer, der das Wandern innerhalb des Holzes erleichtert, von sich aus, weil wir davon ausgehen, dass es irgendwie ein Fräsbohrer ist. Im Prinzip ist das doch das absolute Gegenteil von dem, was ich will. Wenn ich Freihand bohre, dann möchte ich doch in der Regel, dass der Bohrer so gerade wie möglich durchgeht und nicht möglichst einfach einmal kurz abbiegt und ich habe mein Loch versemmelt. Also, spart euch die Kohle, kauft euch irgendeinen normalen Bohrer und macht euch klar, das sind Verkaufstricks. Keine sinnvollen Sachen, die man im Leben jemals braucht. Oder doch? Schreibt's mal unten rein. Für mich auf jeden Fall nein. Smasht ein Abo rein, kauft euch normale Bohrer und seid glücklich. 5,3 Millionen Aufrufe. Das hätte ich auch gern manchmal.